Aktuell gibt es einige neue Modelle bei Porsche, Volvo, BMW und vielen mehr. Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Car News TV. Wir fahren für Sie die neueste Version des 911 Turbo S, dem stärksten Elfer im Programm. Zudem betrachten wir die Audi Quattro-Technologie sowie den neuen Volvo S90. Doch eins nach dem anderen. Hier ist der Porsche 911 Turbo S. Top of the line. Fast jeder Automobilist träumt von einem Porsche 911. Und fast jeder Porsche 911-Fahrer träumt vom Topmodell, dem 911 Turbo S. Mit nun immerhin 580 PS, einer Beschleunigung von 0 auf 100 in 2,9 Sekunden und einem Einstiegspreis, für den er dann sogar zwei Basis-Elfer bekommt und noch ca. 9.000 Euro Benzingeld übrig hätte. Trotzdem, dieser neue Turbo S ist jeden Euro wert. Der stärker gepfeilte Bug hebt die Dynamik und die weiterentwickelten Scheinwerfer lassen den Blick des neuen Elfers noch fokussierter wirken. Jedes Detail reklamiert eine Handwerklichkeit der höchsten qualitativen Perfektion und betont gleichzeitig deren Effizienz. Die Türen sind nun ohne Griffschalen. Der Kenner kann in diesen Eindrücken stundenlang verweilen und jeden Aspekt, wie zum Beispiel die serienmäßigen Zentralverschlüsse der Felgen, wie auch die Keramikbremsen innehaltend genießen. Am deutlichsten hat sich das Heck des 911 Turbo S weiterentwickelt. Das neue Lufteinlassgitter verweist auf die neuen Turbomotoren und das breite Heck verspricht optisch die Kraft, die er bei Bedarf auf die Straße bringt. Der neue Heckflügel ist geradezu elegant unauffällig. Schon vor einigen Wochen berichteten wir Ihnen von dem Facelift der 911er Generation. Neben einigen Retuschen bei den Basismodellen hat sich Porsche nun auch die Topmodelle vorgenommen. Und das sind nun mal die Turbo-Modelle. Turbo ist mittlerweile etwas verwirrend, denn alle haben im Facelift nun einen Turbomotor bekommen. Und der Turbo bleibt natürlich bei den Turbomotoren. Aber er hat ein bisschen mehr Leistung, 20 PS mehr und nun 580 PS in dieser S-Variante. Einige Kleinigkeiten, vielleicht auch ein bisschen mehr im Entertainment-Bereich, hat man bei allen Modellen verbessert. Und der Turbo hat nun auch diesen neuen Heckflügel, hat hier und da auch ein paar kleine Retuschen. Aber das wird nur Insidern auffallen und das ist auch gut so. Somit werden die alten Fahrzeuge nicht alt oder die vor einigen Monaten gekauften. Insgesamt lässt sich sagen, das Fahrzeug ist wirklich hervorragend. Das ist ein Fahrzeug, das ist eine richtige Fahrmaschine. Da gibt es natürlich noch den GT3 RS. Der ist sogar etwas günstiger, hat auch etwas weniger PS. Aber dieses Fahrzeug, den hatten wir auch schon im Test, der ist natürlich deutlich giftiger. Der ist vom Fahrwerk so auf die Kante gearbeitet, dass er wirklich sehr schnell ist, aber auch schwieriger zu beherrschen. Rennfahrig ist der GT3 RS natürlich noch mal mehr Rennauto, wobei rundenzeitentechnisch die Autos sehr eng zusammenliegen. Je nach Strecke kann es sogar sein, dass der Turbo S vielleicht sogar ein bisschen schneller ist, wenn es viel geradeaus geht. Aber natürlich der Downforce-Level bei dem GT3 RS ist noch mal höher. Dafür hat der Turbo S bessere Traktion und auch deutlich mehr Leistung. Der 911 Turbo S ist natürlich ein bisschen einfacher zu fahren aufgrund des Allradsystems und der etwas weicheren Abstimmung im Vergleich zum GT3 RS. Der RS mit Sicherheit mehr ein Trackday-Auto und was man natürlich auch sehr sportlich auf der Straße bewegen kann, aber eher für geübtere Hände. Also Porsche bietet eine ganze Menge in diesem Segment, von dem neuen Turbo S bis zum Turbo. Noch ganz interessant, weltweit gehen mehr als 3/4 aller Verkäufe im Turbo-Segment auf dieses S-Modell, obwohl er 15.000, 16.000 Euro teurer ist als der normale. Alles in allem ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, was auch wieder seine Kunden finden wird. 203.000 ist natürlich ein Wort. Er bleibt damit der teuerste 911. Das 7-Gang-Direkt-Schaltgetriebe PDK schaltet noch ein bisschen schneller und der Motor lässt sich auch im niedrigen Drehzahlbereich fahren, was auch dem Turbo die Alltagstauglichkeit und die Fähigkeit zum Cruisen garantiert. Bei den Turbos liefert Porsche das Sport-Chrono-Paket mit. 4 Programme für Normal, Sport, Sport Plus
und Individual lassen sich an einem Drehknopf am Lenkrad schnell einrasten. In der Mitte des Drehrads verspricht der Sport Response Button für 20 Sekunden noch mehr Leistung. Die blechgewordene Sportlichkeit mit unerreichten Handling-Eigenschaften, extrem hohen Querkräften bei geringer Seitenneigung und Kraft für alle Lebenslagen ist besonders für die Rennstrecke gedacht. Gleichzeitig bleiben die Alltagseigenschaften unübertroffen und das wird unterstrichen von den beiden Notsitzen, über die so kein anderer Mitbewerber verfügt. Kurzum, der Turbo ist aufgrund seiner Perfektion extrem leicht zu fahren, allerdings, wenn man denn will, auch ein böser Rennsportler. Den Namen, den sich Porsche bei den Sportwagen erarbeitet hat, den kann Audi bei den Allradmodellen für sich reklamieren. Wir zeigen Ihnen jetzt, was die Audi Quattro-Technologie ausmacht. Kaum eine Antriebstechnik hat Audi so geprägt. Es hatte mir ganz einfach die Idee gefallen und die Vision, ein Auto zu entwickeln, das es in der Form noch nicht gab und der Welt zu zeigen, dass wir das besser können. Die Idee des Allradantriebs hat für Audi Automobilgeschichte geschrieben. Um etwas mehr über die Entstehung der Quattro-Technik zu erfahren, muss man nach Hameln in Niedersachsen fahren. In einem kleinen Industriegebiet lebt heute der Mann, der vor 35 Jahren für Audi als Leiter der Vorentwicklung die Quattro-Antriebstechnik erfunden hat. In Ingolstadt kommt der Chef der Fahrwerksentwicklung zu Walter Treser und schwärmt von den Fahreigenschaften eines VW Iltis, einem Geländewagen. Er hatte so den flapsigen Satz gesagt, wenn wir den Iltis mit mehr Leistung hätten, dann würde ich sie alle nass machen. Das war so seine Vision, einen starken Iltis zu haben, der dann im Schnee überlegene Fahreigenschaften hat. Ich hatte mir die Meinung vertreten, wir sollten einen sportlichen Pkw machen, ein Coupé, ein Zweisitzer mit oder 2+2, irgendeine schöne Leistung und Vierradantrieb. Ab dem Februar 1977 beginnt Treser mit seinem Team von 12 Mann, den ersten Audi mit permanentem Allradantrieb zu entwickeln. 6 Monate später, im November 1977, ist der erste Audi Quattro fertig. Der Urquattro. Das Basisfahrzeug ist ein Audi 80 mit leicht gestrecktem Radstand und einem Turbo-5-Zylinder mit 200 PS. Walter Treser und seine Kollegen absolvieren viele Testkilometer, bis die neue Antriebstechnik dem Gesamtverantwortlichen Ferdinand Pirch vorgestellt wird. Für eine Testfahrt in Österreich lässt sich Treser eine Überraschung einfallen. Wir hatten am Anfang gesagt, wir machen nur Reifenerprobungen und so und haben die dann auch überrascht mit dem Vierradantrieb. Und der Pirsch am Steuer von einem der ersten Prototypen, als sie an der Turacher Höhe angehalten haben, wo neben Leute Schneeketten montiert haben. Und Pirsch ist mit den Sommerreifen im stiebenden Schnee davon geschossen. Der Allradantrieb im Urquattro überzeugt und besteht alle internen Tests. Jetzt blieb nur die Frage nach dem Namen für den neuen Antrieb. Ich hatte schon die ganze Zeit versucht, einen Namen zu finden, der aber nicht nur ein Name ist, sondern der ein Gattungsbegriff werden könnte. Und dann kamen wir eben auf Quattro mit Doppel-T und R, das rollt also viel besser. Die Audi-Marketing-Abteilung in Wolfsburg wollte aber den Namen Karat durchsetzen. Und ich hatte vorher gehört, dass es ein Parfüm gibt von 4711, so ein einfaches Hausfrauenparfüm. Als es dann in dieser Sitzung des Karat vorgestellt wurde, habe ich dann gesagt, ihr wollt doch das schöne Auto und nicht nach dem Hausfrauenparfüm. Da habe das Fläschchen gezeigt und das hat mir natürlich keine Freunde gebracht, aber am Ende geholfen, das Quattro durchzusetzen. Zum zweiten Male setzt sich Walter Treser durch. Damit konnte der Audi Quattro mit permanentem Allradantrieb im März 1980 der Weltöffentlichkeit auf dem Automobilsalon in Genf vorgestellt werden. Während die Allradtechnik in die Großserie kommt, geht Walter Treser in die Motorsportabteilung und nimmt sein Allradkonzept mit. Auch hier stellen sich schnell die Erfolge ein. 1981 gewinnt Franz Wittmann die Jänner-Rallye in Österreich mit über 20 Minuten Vorsprung.
dieser Vorsprung oder der Auftritt hat gereicht, um also die gesamte Motorsportwelt auf den Quattro und die Vierrad-Idee aufmerksam zu machen. Heute gibt es kein Rallye-Auto mehr, das nicht Vierrad angetrieben ist. Aufmerksamkeit erreicht Walter Treser auch, als er die Französin Michèle Mouton in sein Werksteam holt. Die erste Frau in der Rallye-Geschichte. Mit ihr gewinnt er die Rallye Sanremo. Technisch ist der Audi mit Allradantrieb den Konkurrenten mindestens 2 Jahre voraus und lockt 1984 Rallye-Legende Walter Röhrl ins Werksteam von Audi. Alle wollen das erfolgreichste Auto der Rallye-Geschichte fahren und mit der Quattro-Technologie Siege feiern. Extreme Steigungen, nasse Straßen oder winterliche Straßenverhältnisse. Extremsituationen gibt es viele. Das Quattro-System verteilt die Antriebskraft zu gleichen Teilen automatisch, elektronisch oder permanent zwischen Vorder- und Hinterachse. Bei nasser Fahrbahn wird die Motorleistung jeweils auf die Räder geleitet, die das größte Antriebsmoment auf die Straße bringen. Dadurch wird die gesamte Fahrstabilität verbessert. Um diese Technologie besser verstehen zu können, sind wir in Neuburg an der Donau auf dem Gelände des Audi Driving Experience Centers. Instruktor Thomas Osterrieder wird die Quattro-Technologie an seine Grenzen bringen. Die Schrägwand mit einem Winkel von 39 Grad simuliert das Fahrverhalten in Bergregionen. Die elektronische Differentialsperre ist aktiv, weil wir doch teilweise noch entlastete Räder hinten haben. Und durch diese Kraftverteilung haben wir auch immer sichere Bodenhaftung und auch Vortrieb. Nur 2 Grad mehr Schräglage und der Audi Q7 würde seinen maximalen Kipppunkt erreichen. Das zweite Modul stellt extreme Bergfahrten dar. Hier beträgt der Winkel 29 Grad. Das entspricht einem Gefälle von 55%. Wir können stehen bleiben und dank des Quattro-Antriebs können wir hier auch ohne weiteres weiterfahren. Wir haben auch keine durchdrehenden Räder. Die Halfpipe simuliert das Fahrverhalten abseits asphaltierter Straßen. Die Seitenwände links und rechts sind mehr als 2 Meter hoch. Für den Audi Q7 stellt dies eine Herausforderung der Achsverschränkung sowie an die Verwindungssteifigkeit des Fahrzeugs dar. Wir können hier die Halfpipe hochfahren. Die durchdrehenden Räder werden von der elektronischen Differentialsperre mechanisch abgebremst und die Kräfte umgeleitet aufs andere Rad. Somit habe ich immer Vortrieb. 3 extreme Situationen, 1 Technologie. Der Quattro-Antrieb verteilt die Antriebsmomente zwischen den einzelnen Achsen und sorgt so stets für Bodenhaftung und sicheren Antrieb. Die Weiterentwicklung des Quattro-Antriebs sieht so aus, dass wir das selbstsperrende Mittendifferential im S-Tronic-Getriebe ersetzt haben durch eine voll geregelte Lamellenkupplung. Diese ermöglicht es uns, in Fahrsituationen das Antriebsmoment komplett variabel an Vorder- und Hinterachse zu verteilen. Zusätzlich ist es jetzt möglich, durch eine neue Trennkupplung am Hinterachsgetriebe den gesamten Triebstrang von Hauptgetriebe über Kardanwelle hin zum Hinterachsgetriebe abzukoppeln in Fahrsituationen, weil der Quattro-Antrieb nicht benötigt wird, um den klassischen Zielkonflikt eines Allradsystems zu lösen, indem wir einerseits die maximale Traktion und Sicherheit eines Allradsystems des Quattros darstellen möchten, auf der anderen Seite jedoch den Mehrverbrauch, der damit verbunden ist, eliminieren. Und das schaffen wir jetzt genau mit diesem System. Solange diese Klauenkupplung am Hinterachsgetriebe geschlossen ist, haben wir die vollvariable Drehmomentenverteilung über diese geregelte Lamellenkupplung zur Vorder- und Hinterachse. Möchten wir den Quattro-Antrieb stilllegen, das heißt den ganzen Triebstrang abkoppeln, öffnen wir zuerst die geregelte Lamellenkupplung und unterbrechen damit den Momentenfluss zur Hinterachse. Im nächsten Schritt öffnen wir diese Trennkupplung am Hinterachsgetriebe über diesen Spindeltrieb und entkoppeln damit den gesamten Triebstrang. Man sieht jetzt, die Kardanwelle bleibt stehen, das Hinterachsgetriebe ist entkoppelt und bleibt stehen und wir schaffen es damit, die Schleppverluste am gesamten Allradantriebsstrang abzuschalten, stillzulegen und die maximale Effizienz zu holen. Wir haben eine intelligente Betriebsstrategie, die alle 10 Millisekunden die Fahrsituation neu erfasst und bereits bevor der Quattro benötigt wird, das heißt bevor die Reifenhaftgrenze erreicht wird, schon den Quattro-Antrieb zuschaltet, wirklich bevor der Quattro überhaupt benötigt wird. Das System ist für zahlreiche Modelle von Audi mit längs eingebautem Frontmotor konzipiert. Debüt Mitte 2016 im neuen Audi A4 Allroad Quattro.
Volvo hat in den letzten Monaten einige neue Modelle angekündigt. Das Topmodell im Limousinensegment ist der S90. Jetzt aber mit einem Antrieb, der eine neue Bescheidenheit verspricht. Noch 2016 wird der neue Volvo S90 in den Markt eintreten und wird dann als neue schwedische Oberklasse-Limousine ab Juli zu einem Einstiegspreis von 42.750 Euro an die Kunden übergeben. So unkonventionell wie das Design ist auch die neue Vierzylinder-Technologie. So steht auf der einen Seite ein Fahrzeug mit einem riesigen Grill und T-förmigen Tagfahrleuchten als Eindrucksschinder im Rückspiegel. Zudem gibt es ein etwas einwilliges, glattes Heck und das nordische Ambiente mit dem riesigen Touchscreen in der Mittelkonsole. Auf der anderen Seite gibt es einen Schlag gegen alle Käufer, die ihren individuellen Rang im Statusgebilde der expressiven Gesellschaft an der gefahrenen Zylinderzahl und/oder am Hubraum ablesen. Schließlich wird Volvo auch beim S90 ausschließlich auf Vierzylindermotoren mit ausschließlich 2 Litern Hubraum setzen. Nordisch clean und innen nobel und modern. Wie bei den deutschen Mitbewerbern ist bei den Schweden für den europäischen Markt der Kombi das wichtigere Modell und folgt deshalb kurz nach der Limousine. Das Ziel ist bei Volvo klar definiert. Volvo möchte mit dem S90 die deutsche Dienstwagen-Phalanx der E-Klassen, 5er BMW und Audi A6 unter Druck setzen und will deshalb auch mit dem wichtigen Autobahn-Feature punkten. Dies ist der neue Pilot Assist, der im Vorgriff auf die Möglichkeit des teilautonomen Fahrens schon bis Tempo 130 allein die Spur hält und sich dafür nicht einmal am Vordermann orientieren muss. Aber auf jeden Fall hat der S90 laut Volvo ein Feature exklusiv. Der Volvo S90 bremst nicht nur automatisch für andere Fahrzeuge oder Fußgänger, sondern auch für Elche. Genau wie beim XC90 wird es 2 Diesel mit 190 oder 225 PS sowie 2 Benziner mit 254 oder 320 PS geben. Und für Sportfahrer kommt die gleichermaßen sparsamste Variante, der Volvo S90 T8 mit Plug-in Hybrid und 400 PS zum Einsatz. Für den Sport von 0 auf 100 km/h braucht der Wagen dann nicht viel mehr als 5 Sekunden und soll zumindest auf dem Papier mit weniger als 2 Litern zufrieden sein. Für das Modell T6 AWD Inscription mit 320 PS werden dann 61.450 Euro fällig. Trotzdem ist nach der Neuauflage des XC90 der Stilwechsel beim neuen Flaggschiff S90 weiterhin ein wenig eigenständig. Egal ob Vierzylindermotoren mit nur 2 Litern Hubraum oder einem eigenen nordischen Volvo-Design, der S90 ist anders. Und allein das ist in einer zunehmend uniformisierten Gesellschaft für viele ein Grund, automobilgeschmacklich auszubrechen. Mit dem X6 hat BMW polarisiert. Mit dem X4 wollen sie aber jene erreichen, denen der X6 zwar gefällig, aber zu teuer ist. Nach dem extrem polarisierenden X6 hat BMW nochmals Mut bewiesen und gleich einen kleinen Bruder nachgelegt, den X4. Mit Begriffen wie Eleganz und Stilsicherheit kann dieses Gefährt wohl wenig anfangen, die Zielgruppe sicher auch nicht, und somit ist es folglich mehr als logisch, dass dem groben Äußeren auch noch ein extremer Antrieb verpasst wurde. Dieser BMW X4 M40i wirkt in Weiß fast harmlos. Allerdings ist ein M-BMW schon genetisch stark und brachial. Optisch drückt sich das in übergroßen Lufteinlässen und ausgestellten Rathäusern für die 20 Zöller aus. Der Twin Turbo bietet dem 3-Liter-Sechszylinder 360 PS an.
Sein maximales Drehmoment von 465 Newtonmetern entwickelt der Motor bereits ab 1350 Umdrehungen pro Minute. Dieses Niveau hält er bis 5250 Umdrehungen pro Minute. Neben dem edlen Ambiente, dem Lederlenkrad mit Schaltwippen und dem BMW-typischen, stylisch kühlem Interieurdesign besticht er mit seinem luftigen, großen und hohen Innenraum. Damit wird er trotz sportlichem Zuschnitt und komfortablen Sitzen vorn und hinten zu einem angenehmen Reisewagen. Die Zuladung und das Kofferraumvolumen sind ebenfalls mehr als ideal für die Reise. Je nach Variante der Umlegung der Rücksitze kann der X4 mit 500 bis 1400 Liter Stauraum aufwarten. Der leer mindestens 1840 Kilogramm schwere X4 M40i schafft die Tempo 100-Marke nach 4,9 Sekunden. Ein standesgemäßer Wert, ebenso wie die Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h. Selbstverständlich abgeriegelt. Damit liegt er auf der Ebene des Porsche Macan S. Dieser sportet mit 20 PS weniger, nur geringfügig schwächer, hat aber mit 61.143 Euro einen um ca. 4.000 Euro geringeren Preis. Beim Normverbrauch gibt sich der M40i laut BMW-Datenblatt geradezu bescheiden. Er wird mit dem Durchschnittswert von 8,6 Litern auf 100 Kilometer angegeben, was einer gerade noch steuergünstigen Kohlendioxidemission von 199 Gramm pro Kilometer entspricht. Fahrwerkstechnisch ist er gemäß den M-Vorgaben gestrafft. Wenn der Käufer dies mag, erhält er einen sehr agilen M40i, der sehr präzise Kurvenradien durchfährt. Damit hat die X4-Modellreihe nun ein passendes Topmodell erhalten. Allerdings sind einige Mitbewerber auf Augenhöhe. Toyota erringt Verkaufserfolge Jahr für Jahr. Aber nur weltweit. In Deutschland ist es sehr schwierig. Dabei ist das Image, besonders des Avensis, exzellent. Toyota ist weltweit weiterhin die Nummer 1. Nur in Deutschland ist der Markt extrem umkämpft. Trotzdem ist das Image der Marke sehr gut und in unserem Praxistest, wenn auch bei schwierigen Witterungsverhältnissen, machte der neue Avensis eine sehr gute Figur. Das war zu erwarten, denn laut einer JD Power Umfrage hat Toyota mit den Avensis-Kunden die zufriedensten Fahrer überhaupt in Deutschland. Die neueste Generation ist gefällig, modern im Look und trotzdem eine Spur typisch asiatisch. Dieser Avensis ist in Europa das Flaggschiff von Toyota. Mit 4,82 Meter Länge tritt der Kombi zum Beispiel gegen den VW Passat, den Opel Insignia und den Ford Mondeo an. Nun hat Toyota den in England gebauten Avensis nochmals aufgewertet. Die neue Front blickt grimmiger. Am Heck betonen neue Leuchten und eine Chromleiste die Breite. LED-Lampen sind auf Wunsch verfügbar. Heute im Alltagstest der neue Toyota Avensis 2 Liter Diesel. Über den neuen Toyota Avensis ist eigentlich alles gesagt, wenn man zwei kurze Worte verwendet: absolut zuverlässig. Der Toyota Avensis hat über viele Generationen hinweg mittlerweile seine Zuverlässigkeit gerade auf dem deutschen Markt bewiesen. Aber das ist der kleine Wermutstropfen. Er ist natürlich auch etwas emotionslos. Vielleicht geht das einher mit dieser enormen Zuverlässigkeit. Selbst auf längeren Strecken hat man nie das Gefühl, dass das Fahrzeug irgendetwas nicht kann. Man kann fast sagen, wenn man einmal auf der Autobahn ist, dann rennt dieses Fahrzeug und der Verbrauch ist wirklich gut. Und das liegt unter anderem auch an BMW, denn Toyota hat eine Kooperation mit BMW. Toyota liefert an BMW Hybrid-Know-how und dafür revanchiert sich BMW natürlich mit einigen Dieselmotoren. Das Fahrzeug macht rundherum sehr viel Sinn. Er ist sehr geräumig. Er hat eigentlich alles, was ein modernes Auto heute braucht. Man hat also einen sehr, sehr zuverlässigen Begleiter und das schon für ab ca. 30.000 Euro. Der Kombi mit dem Namen Touring Sports wirkt immer noch dynamischer als die Limousine. Fahrer und Beifahrer finden auf gut konturierten, vielfach verstellbaren Sitzen reichlich Platz.
Neue Materialien und neue Farben sollen innen für eine höhere Qualitätsanmutung sorgen. Schon die Basisversion verfügt über Lederlenkrad, CD-Radio mit 6 Lautsprechern, Klimaanlage und vor allem über das neue Toyota Safety Sense-System mit Kollisionswarner und sogar autonomer Notbremsfunktion. In den höheren Ausstattungen wird dieses System unter anderem mit einer Rückfahrkamera ergänzt, mit einem Spurhalteassistenten und sogar Verkehrszeichenerkennung. Mit 1609 Litern Laderaum bei umgeklappten Rücksitzlehnen und Anhängelast bis 1,8 Tonnen bietet er auch die in dieser Klasse üblichen Transportkapazitäten. Für 150 Euro wird ein Cargo-Paket offeriert, mit dem sich Gepäckstücke im Laderaum fixieren lassen. Das von uns gefahrene 2-Liter-Aggregat erfüllt eher die Erwartungen an die gehobene Mittelklasse. Von 0 auf 100 in 9,8 Sekunden geht es voran und die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 200 km/h. Der Verbrauch liegt dann bei 4,6 Litern Diesel. Die 6-Gang-Handschaltung lässt wenig Fragen offen. Sie agiert leicht und exakt. Wer sich allerdings eine Automatik wünscht, der muss auf den Benziner umschwenken. Dafür wird für die Diesel serienmäßig ein Start-Stopp-System geboten. Für die Benziner ist es nicht im Programm. Der Avensis ist ein Auto der Vernunft. Stattlich, solide, komfortabel, leise und günstig im Unterhalt. Der in Deutschland meist gekaufte Avensis Kombi in der Komfortversion mit 2 Liter Diesel steht mit 30.090 Euro in der Liste. Dafür gibt es dann auch noch 3 Jahre Garantie. Während das Toyota-Image top ist, befindet sich das von Fiat eher im Keller. Um dies zu ändern, verpflanzen die Italiener ihre Technik nun in eine amerikanische Ikone. Jeep. Das war mal was. Das Image von harten Kerlen und wildem Terrain. Nun, in der Not musste die damals noch italienische Marke Fiat bekanntlich neue Wege gehen. Für einen Appel und ein Ei wurde Chrysler und somit auch Jeep gekauft und dort die Gewinne so lange abgeschöpft, wie der Kunde nicht bemerkte, dass die technischen Fortschritte woanders stattfanden. Schon allein aufgrund der günstigen Einstiegspreise können nun neue Zielgruppen am Jeep-Lifestyle und am SUV-Boom teilhaben und der Renegade ist das Paradebeispiel dafür. Zumindest noch für eine Weile. Nun ist also der Jeep Renegade in einer neuen Edition auf dem Markt. Als Limited. Der Renegade ist also ein neu entwickeltes SUV mit modernem Blechkleid, das dennoch optisch sofort als Italo-SUV mit Fiat-Proportionen und einigen Jeep-Design-Elementen wie den runden Scheinwerfern und dem 7-Slots-Kühlergrill zu identifizieren ist. Die geringen Außenmaße stehen für sein adäquates Einsatzgebiet, die Innenstädte. Kurze Überhänge und große Böschungswinkel sowie der zuschaltbare Allradantrieb stehen allerdings auch für gelegentliche Offroad-Tauglichkeit. Für den Vortrieb sorgt ein 2-Liter Dieselmotor mit einer Leistung von 140 PS und einem schnell erreichten Drehmoment von 350 Newtonmetern. Für die Übersetzung sorgt ein 9-Gang-Automatikgetriebe. Die Gangwechsel hätten allerdings etwas mehr Feinschliff verdient, denn harte Schaltschläge zeigen schon deutlich, dass die moderne Konkurrenz zumindest in diesem Bereich enteilt ist. Der ermittelte Durchschnittsverbrauch im ADAC-Test liegt extrem deutlich über den Werksangaben von 6 Litern auf 100 Kilometer. Hoch angesetzt ist auch der Anschaffungspreis, der beim Testwagen mindestens 31.000 Euro beträgt. Aber ganz ehrlich, der Eigner braucht schon viel Fantasie, um sein Italo-Gefährt in der Tradition wiederzuerkennen. Wer den Wagen mag, das Design schätzt, unbedingt am Jeep-Mythos mit dem Erwerb knabbern und den Preis für diese etwas altbackene Technik zahlen möchte, der wird sicherlich zufrieden sein. Die Konkurrenten in dieser Klasse wie Mini Countryman, Mazda CX-3 und Testsieger Opel Mokka sind allerdings die technisch bessere Wahl. Wer den Fiat 500X ebenfalls im Blick hat, dem sei gesagt, dass dies unter dem Blech das gleiche Fahrzeug, nur eben im Fiat 500 Design ist. Das war's schon wieder mit den aktuellen und brandneuen Modellvorstellungen.
Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und sagen Tschüss und auf Wiedersehen bei CarNews TV.